Moin, moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Endlich. Ja, endlich. Ich habe trainiert und bin endlich fertig. Zumindest sage ich jetzt einfach, dass ich fertig bin. Man sieht es schon, ich habe Meat trainiert. Ein paar andere haben dabei auch noch so ein Level abgekriegt. Passiert halt mal beim Trainieren. Meat, Level 51. Da habe ich keine Lust mehr dann. Wesen kaut sich, ja, neutral, kann ich mit leben. Fähigkeit Erleuchtung, nutzlos für uns, was soll's. Wenigstens jetzt keine negative Fähigkeit, sag ich mal. Item Schafzahn kann ich dann gut mitarbeiten. Ja, Laubklinge, weil ist stark. Ruckzuckieb, weil hab nichts anderes. Und Kraftreserve Flug, finde ich dann doch mal ganz passend. Ja, und Blitz, weil irgendwer muss es halt lernen. Ich habe überlegt, ihm irgendwie eine VM beizubringen, ging aber leider auch nicht wirklich. Also jedenfalls nichts groß passendes. Glückskeks musste jetzt leider wieder Surfer erlernen für Kaskade. Und Banane musste jetzt Kaskade erlernen. Alles ein bisschen verworren. Ging aber leider nicht anders. Deswegen, ja. Ach, ich habe noch Rennen aktiviert, so. Und ich habe übrigens mal das gemacht, was ich auch schon gesagt hatte. Ich war ein kleines bisschen trainieren auf den Routen. Das bedeutet, ich habe jetzt alle Trainer besiegt. Hier auf der auf jeden Fall, auf der Route auch. Kann sein, dass hier noch ein oder zwei über sind, hier zwischen. Da konnte ich ja nicht hin. Na ja, keine Lust hier weiter zu schwimmen, musste ich gerade heilen. Hab hier den gesamten Radweg mir vorgenommen, da ist jetzt auch kein Trainer mehr. Und hier den gesamten verdammten Weg hoch ist auch nichts mehr. Da haben wir jetzt also theoretisch alle Trainer besiegt, auch wenn es keiner mitbekommen hat außer mir. Was soll's. Hab nicht wirklich was verpasst. Eigentlich gar nichts. Wer jetzt gedacht. Labert irgendwas Interessantes, bla bla. Achso. Bill wohnt auch da? Okay, Bill hat mehrere Häuser. Drei Stück offenbar. Na gut. Ja, und da wir dann endlich soweit sind, können wir ja heute mal mit den Arenen anfangen. Ach stimmt, die Arena war das. Habe ich mir natürlich gleich die blödeste rausgesucht. Aber ich bin Janina. Woher wusstest du das? Egal, jetzt wird gekämpft. Angeschmiert. Ja. Ich weiß, glaube ich, noch, wo sich die echte Janina befindet. Technik und Donner. Ich hoffe, ich weiß noch, wo sich die echte befindet. Das könnte man eigentlich nebenher mal googeln. Muss ich noch kurz wieder nur so halb auf den Kampf achten. Ich merke gerade, den Tox hätte ich auch auswechseln sollen vielleicht. Könnte eine Giftattacke haben. Okay, man muss natürlich sagen, Laubklinge selbst hat eine erhöhte Volltrefferchance und ich habe jetzt noch den Schafzahn drin, also wobei, nee, der war zurückschrecken, nicht Volltreffer. Ja gut, dann hat sich's erledigt. Wobei, das wäre auch eine Idee, dass ich ihm die Schafklaue gebe, die habe ich nämlich noch einmal über, glaube ich. Lass mal kurz sehen. Einfach so Volltreffer provozieren. Da. Öh, die Volltrefferquote. Ist doch viel besser als zurückschrecken lassen. Passiert sowieso nur sehr selten, deswegen. Es lohnt sich jetzt nicht so groß. Und diese unsichtbaren Wände. Das Schöne ist echt, dass man hier die Wände nicht sehen kann. So, jetzt gebt mir mal kurz eine Sekunde. Voxania City Arena. Googelt mein Freund und Helfer. Pokémon Arena von Fuxania City. Wunderbar. Da steht doch gleich bestimmt irgendwo, wo die echte Janina ist. Ja, großartig steht sie nämlich nicht. Scheiße. Wobei hier ist eine Karte aus Gold, Silber und da ist sie unten links. Ich meine nämlich auch, dass die das ist. Sehr wenig hilfreich. Naja. Ich kann den Weg gar nicht mehr auswendig. Ich meine, die da unten ist es. Deswegen besiege ich jetzt einfach mal, also kämpfe jetzt erstmal gegen alle anderen und ja, das müsste auch stimmen. Habe ich noch so im Kopf. Falls sie das jetzt nicht in Hard Gold Soul Silver geändert haben und ich mich halt nicht mehr daran erinnern kann. Passt aber ganz gut, dass wir jetzt die Arenen machen eigentlich. Dann kann ich nämlich das restliche Training von Med hoffentlich da absolvieren. Weil, wie gesagt, eigentlich wäre jetzt Level 54, allerdings so auf die letzten paar Level hatte ich jetzt echt keine Lust mehr. Ich habe, wie lange trainiert? Ich glaube fast 3 Stunden. Gar nicht wahr, noch länger. Ungefähr 4.
macht einfach jemand keinen Spaß mehr, wie man sich vielleicht denken kann. Wobei das Training tatsächlich ein bisschen interessanter dadurch wird, wenn man die ganzen Trainer besiegt, einfach weil man da quasi ein bisschen Bewegung drin hat. Man rennt nicht nur an einer Stelle die ganze Zeit hin und her, sondern man rennt halt ein bisschen durch die Weltgeschichte. Ja, ich bin Janina, bist du nicht? Mann, das ist ein Spaß. Ja, ist ja nicht so, dass ich absichtlich die Falschen ansprechen würde. Finde ich aber ganz lustig, das Arena-System. Einfach, weil man sich halt... Ich glaube, da bleibe ich lieber auch nicht drin. Käfer sind... oder? Ah, komm, ich versuch's mal. Viel kann ja nicht schief gehen, außer dass Med stirbt und... Ja, gut, das wäre eigentlich schon mehr als genug, was schief geht nach dem ganzen Scheiß-Training. Allerdings hat Med sich... Med hat sich schon als sehr stark im Training rausgestellt, muss ich sagen. Der Start war logischerweise etwas holprig. Unweise. Da muss ich, glaube ich, rausgehen. Oder für wen? Ja, für Banane, wen denn sonst? Am Anfang der Start war natürlich ein bisschen holprig, weil Gekkabor ist jetzt halt nicht so stark und dann Level 20 ist jetzt am Anfang ein bisschen blöd zu trainieren. Hat allerdings ganz gut geklappt, einfach den EP-Teiler geben an die erste Stelle des Teams und dann immer rauswechseln, dann kriegt es drei Viertel, nicht nur die Hälfte, sondern drei Viertel der Erfahrungspunkte. Lohnt sich eigentlich schon, so zu trainieren. Das geht. Das kann man machen. Und ein Nocturne, ja, da wechsle ich doch direkt wieder rein. Nocturne kann zwar Feuer und Eishieb, allerdings bin ich jetzt mal so gut, glaube ich, dass das schon irgendwie hinhaut. Im Training hatte ich auch einen Nocturne, das hatte irgendwie nur Himmelhieb. Gut, es hat auch nur einen Angriff ausgehalten, also weiß ich nicht, was die anderen Attacken waren, aber naja. Das hier könnte, ja doch, könnte One-Hit. Okay, doch nicht. Und dieses Jahr definitiv Eishieb. Mist. Na gut, aber macht nicht mal ganz die Hälfte. Das ist dann vollkommen okay. Jetzt ist noch einer über. Verdammt. Oh, hier war der Weg. Genau. So, das müsste Janina sein. Na? Du bist es nicht. Ich will jetzt einfach speichern. Muss ich ja sowieso ab und zu. Tut mir leid, das stimmt nicht. Ich bin es wirklich, was? Was? Du bist es? Scheiße! Ja, genau deswegen. Dann lade ich jetzt den State einfach nur, damit ich meinen Arena-Leiter-Rush kriege. Verdammt, ernsthaft? Dann haben sie die Position geändert. Wie gesagt, früher war die das. Ja. Das war früher Janina. Oh, komisch. Ja gut, in gewisser Weise ergibt es Sinn, dass sie da steht, wo sie halt jetzt steht. Weil da stand früher auch Koga. Das passt dann natürlich in der Hinsicht ein bisschen mehr. Ja, schade. Das Blöde ist vor allem die Karte, die man hier bei PokéWiki hat, die habe ich einfach gerade mal rausgesucht. Da sieht man nur die fünf Janinas, wie sie da stehen. Also auch nicht, welche Trainer die sind. Und die Wände sind auch nicht eingezeichnet. Mit anderen Worten, diese Karte ist eigentlich zu 100% nutzlos. Es stört mich übrigens nach wie vor ein bisschen, dass wir nicht mal sowas wie ein Glücksei haben. Das würde irgendwie das Spiel einfacher machen. Was heißt das Spiel? Es würde einfach das Training etwas beschleunigen. So um 50%. Yay. Raichu. Könnte ich zwar drin bleiben, ich glaube, ich wechsle aber trotzdem mal, denn wozu haben wir denn unsere Pizza? Unsere Pizza gegen ein Raichu. Komm nicht auf die Idee, uns anzuknabbern. Ich hatte heute Pizza, voll lecker. Gut, dass es keine Pizza mit Zumpex drauf war. Ich habe mich das schon öfters gefragt, wie ernährt man sich in der Pokémon-Welt eigentlich? Ich habe den Anime nie so richtig geschaut, allerdings habe ich mal gehört, es gibt da zumindest normale Fische. Es ist ja mal ein Anfang. Aber was essen die eigentlich sonst den ganzen Tag? Ich meine, wie wär's, so ein schönes Miltank-Steak?
ne? Oder irgendwie, weiß nicht, Taurosfilet. Wäre doch was. Wobei, stimmt, es gibt sogar manche in der fünften Gen. Ich weiß nicht in welchem Spiel, aber irgendwo in der fünften Gen steht im Pokédex-Eintrag von Barschwa, das wollte ich gar nicht, steht im Pokédex-Eintrag von Barschwa, dass es eine als Delikatesse gilt. Und in irgendeinem Pokédex-Eintrag von Porenta stand, meine ich auch, dass es bei Köchen sehr beliebt ist, weil es halt immer eine Lauchstange dabei hat. Finde ich, solche Pokédex-Einträge finde ich großartig, weil man sich irgendwie auch nur denkt, what the fuck, was geht in euren Köpfen vor sich? Okay, Stadt Nummer 1 fertig, darauf speichern, speichern ist wichtig, speichern ist gut. Und fliegen zur nächsten Stadt, welche nehmen wir denn noch? Die hier ist ganz so schön. Was ich mich gerade frage, wenn ich das Rätsel in der Arena jetzt hier von Major Pop einmal löse, bleibt das dann dauerhaft gelöst? Und dann könnte ich das auch schon mal machen und spare ich mir diese scheiß Suche beim nächsten Mal. Ja, Zerschneider, ja. Gut. Also, hier ist ein Doppelkampf. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was mich jetzt gerade interessieren würde, auf welchem Level ist eigentlich Janina? Das steht doch hier bestimmt auch bei... Ja, da steht's. Level 50 maximal. Wow, das ist schwach. Warum ist das so niedrig? Major Bob war doch irgendwie auf 53, glaube ich, Maximum. Und das ist der erste Arenaleiter in Kanto, dem man über den Weg rennt. Und das ist eine scheiß Ausgangsposition. Muss ich kurz beide rauswechseln? Gluak gefällt mir nicht so ganz. Das war jetzt irgendwie eine blöde Situation. Ja. Denn schon dieser Flügelschlag hätte ziemlich weh getan. Und eine Psychokinese tut eigentlich immer weh. Na gut, also Blattgeißel und Lehmbrühe. Schade, dass Lurak ein Flugtyp ist, sonst wäre Erdbeben so schön gewesen. Aber so sollte es auch funktionieren. Kommt der Level ab, sehr gut. Noch ein Flügelschlag, ja, nicht so schlimm. Und die Lehmbrühe reicht doch, bestimmt. Jetzt bin ich aber verwirrt auf... Auf welchem Level sind denn die ganzen Arenaleiter? Das kommt mir gerade ein bisschen komisch vor. So, in Kanto haben wir Rocco, Misty, Major Bob, Erika, Janina, Sabrina, Pyro und Green. Hier steht wieder blau. wo steht's denn? Da steht's. Rocco zum Beispiel ist auf Level 54. Das kann man doch auch anders machen. Feuerroden. Okay. So, Rocco Level 54. Misty ist Level... Wo steht's? Da steht's. Auch Level 54. Major Bob. Ich gesagt 53. Erika... 56, okay, die ist ein bisschen stärker. Wobei, bis wir da sind, sind wir wahrscheinlich auch Level 55, dann passt das eh. Und Pflanzen wären ja in der Theorie sogar so ein bisschen... Ja... Na, nee, eigentlich nicht. Eigentlich... Ich dachte gerade, Pflanzen könnten ja ein bisschen unsere Schwäche sein, aber nein, eigentlich nicht. Mit Met und Banane könnten wir auch Pflanzen locker aus dem Weg fegen. So, Janina hatten wir gerade... Steht's nochmal. 50? Das ist komisch. Was ist denn Sabrina dann? 55, das ist auch schon ganz schön hoch. Hat aber nur drei Pokémon. Skarborn. Schön.
erreichen. Was haben wir mit Pyro? Der ist stets 59. Oh, der ist stark. Und Green. Ah, gegen Green kann man so oft kämpfen. Da steht natürlich jetzt jeder einzelne Wert. Ah, da ist es. 68. 60? Okay, nicht böse. Da muss ich mal gucken. Das Problem ist ja vor allem, dass Green eigentlich, also normalerweise schon ein ziemlich starkes Team hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was er hier haben wird. Allerdings denke ich dennoch, dass das nichts Schwaches, also nicht gerade was Schwaches wird. Bin mal gespannt. Das wird, glaube ich, nicht einfach. Na gut. Green ist ja zwangsweise der Letzte, den wir bekämpfen müssen. Demnach bin ich da jetzt erstmal ganz optimistisch. Bis dahin haben wir vielleicht noch ein paar Level-Ups. Ich glaube nicht, dass wir weiter als 55 kommen. Entschuldigung. Bedeutet, dass ich eventuell echt doch nochmal mit jedem dann so ein, zwei Level trainieren muss. Oh, warum? Spiel, warum? Ich hasse das. Aber gut. Dazu dann erst, wenn es soweit ist. Denn ich behaupte mal, die sieben davor sollten wir nicht so schaffen. Ja, Pyro, maximal 59. Ist nicht ohne. Allerdings, naja, eigentlich. Wie viele Pokémon haben wir jetzt eigentlich? Nur kurz den Kampf hier nebenher zu Ende machen, ne? So. So, Green hat natürlich 6 Pokémon. Pyro hat 3, Sabrina hat auch 3, Janina hat 5. Okay. 4 bei Erika. Okay, da 5 bei Major Bob. 4 bei Misty. Und Rock hat auch 5. Ja, gut. Also wieso 3. Weniger als 3 nicht und dann die meisten eher so Tendenz 5. Scanner, ich hasse dich jetzt schon mal für Gekabor. Ja, gut. Na gut. Ich denke, das passt schon einigermaßen. Also vor wem ich vielleicht ein bisschen Respekt habe, wäre Sabrina. Beziehungsweise normalerweise hätte ich Respekt vor ihr. Weil sie halt ein Simsalat. Normalerweise. Ein Simsalat ist ja doch dann recht stark. Also kommen wir hier. Nein. Ich habe dieses Rätsel immer gehasst. Oh, da war ein Schalter. Und natürlich wieder verriegelt. Ja, genau deswegen. Und jetzt dürfen wir von vorne suchen. Ich hasse dieses Rätsel. Das ist einfach nur zufallsbedingter Scheiß. Komm schon. Ich meine mich zu erinnern, dass halt, sehr gut. Ich meine mich zu erinnern, dass der Schalter, das nervt. Auf jeden Fall immer in dem Mülleimer daneben war. Zumindest war es früher so. Meine ich. Ich könnte natürlich auch, wenn ich den ersten gefunden habe, ein Safe State setzen und dann mal laden. Allerdings will ich das nicht wirklich machen, weil ich nicht weiß, wie das auf der Aufnahme ist. Dann kann sein, dass die ein bisschen rumspackt. Muss ja nicht sein. Yeah, ein Schalter. Und plötzlich ist da natürlich der zweite Schalter drin. Ohne Scheiß. Ich wühle in diesem Mülleimer. Ja, da ist nichts.
guckst du hier, oh, ein Schalter, guckst wieder da, oh, plötzlich ist da auch ein Schalter, der ist aus dem Nichts gespawnt, weil ich den einen Schalter betätigt habe. Spiel, erkläre dich. So, jetzt will ich kurz rein. Und natürlich bleibt es nicht gespeichert, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ach, verdammt. Scheiße, ich hätte echt gehofft, die bleiben aktiviert. Na gut, na gut, na gut, dann war das umsonst. Egal, das war's für heute. Nächste Mal dann, ja, die nächsten Arenen. Bald, bald ist es soweit. Bald darf ich noch mehr leveln. Yay, freu. Ja, egal. Wird schon. Bis dahin. Ciao.